Ich werd Rentner, Alter. Und wenn mein Sohn dann sagt, ja, aber die will momentan nicht so, dann sage ich einfach nur, Junge, du musst rein in die Olga. Was kriegen wir denn für Gegner, Alter? Ist es nicht Elias aus der Hertha-Akademie? Oh Mann, Alter, ich habe gerade über Kolben wegbuttern und Rentner-Dasein gesprochen. Und jetzt darf ich gegen einen Hertha-E-Sportler spielen. Oh, wow. Können wir nicht weiter über Rentnergeschichten und Buttern und sowas sprechen? Jetzt muss ich ja mich wieder... Och, Mann. Jetzt muss ich wieder abschwitzen. Ach, leck mich doch am Zuckerli, ey. Ah. Ja, geil. Krieg ich wahrscheinlich einmal komplett das Fressbrett penetriert. Was willst du machen, ne? Ja, das ist halt ein R9. Ach man, ich dachte, ich krieg jetzt irgendeinen Pleb. Warum krieg ich einen E-Sportler? EA, das ist nicht cool. Das möchte ich zur Anzeige bringen. Ich wurde auch gerade gefragt, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Ich wünsche mir in der Weekend League mehr Plebs als Gegner. Ja, das ist mein Wunsch. Und mehr grüne Time Finishes. Lul. Oh, wow. Mann. Warum? Ich will irgendeinen Lappen haben. Warum gegen E-Sportler? Yay, komm schon, Mann. Ich bin doch ein Game Changer. Ich dachte, wir haben Vorteile. Können wir nicht mal hier irgendwie was an meinem Matchmaking ändern? Benji ist im Chat. Ja. Benji, Alter, lenkt mal den Elias ab da. Schickt mal eure ganzen Fußballprofis da rein. Die sollen den mal schön ablenken hier. Lol. Just beat it! Oh Mann. Ich hab gar keinen Bock zu schwitzen, Alter. Ehrlich, ein absolutes Time-Finish geschwitzt, oder? Oh! Nein, ach Digga, Alter, was habe ich denn für Scheiße am Fuß heute? Geht doch. Warum spiele ich nicht die komplette Weekend League so, Alter? Das fuckt mich gerade mega ab, ey. Ich hoffe übrigens, Benji guckt noch zu, Alter. Es ist einfach nur für Benji. Es ist einfach nur für Benji. Einfach nur für ihn. Ich hoffe, er guckt noch zu. Einfach nur für ihn. Ja, er guckt zu, Alter. Es ist nur für ihn. Ja, ja, Benji, ich sehe dich. Es ist nur für dich. Nur für dich. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht noch aus Karma-Gründen. Benji, ich sehe alles. Ich sehe alles. Tor. Ey, das ist bei Eusebio so krass, ne? Wenn du bei Eusebio den Spot hast, du musst nur grün treffen, du kannst einfach schon vorher sagen, Tor. Was habe ich am Anfang des Spiels gesagt? Es wird einfach nur ein grünes Time-Finish-Spot-Battle. Nein, eins zu viel. Boah. Ah. Ausgeglichen.
Lol, das hat Kanté gemacht. Was habe ich am Anfang des Games gesagt? Alter Mann. Jetzt bin ich froh, dass ich kein E-Sportler bin, ey. Man, ah, ich hasse diese Dinger, ehrlich. Ich mag diese... Keine Ahnung. Ich hasse die einfach. Ach, im Ernst, wenn der jetzt reingeht? Okay, danke. Oh! Hör ja mal... Scheiße am Fuß, ne? Was? Ach Junge, jetzt kriegt er aber auch jeden Ball, ne? Ah, ey, es ist halt echt belastend, ne? Keine Ahnung, was meine ich halt mit, ich bin froh, dass ich kein E-Sportler bin. Mir würde das keinen Spaß machen, wenn ich halt wirklich die ganze Zeit nur auf diese Spots gehen müsste. Ich meine, ich mache es ja auch größtenteils, aber als E-Sportler bist du ja wirklich dazu gezwungen. Mir wird das echt keinen Bock machen, Alter. Du machst ja nichts anderes gefühlt. Ich wechsle mal. Es ist halt so bitter, weil es halt in der Höhe einfach komplett lächerlich ist, ne? Also ich fronte damit überhaupt nicht Elias, der spielt gut. Also ihr wisst ja, überhaupt nicht. Aber es ist halt in der Höhe halt einfach nicht gerechtfertigt. Also überhaupt nicht. Der ist halt in der Höhe halt wirklich absolut lächerlich. Ah, ich hasse es, auf Krampf zu zocken. Also GG auf jeden Fall, aber nicht in der Höhe, Alter. Definitiv nicht in der Höhe. Es sind leider keine Chancen drin, ne? Ah, es nervt. Also, war das, ja, das war das Flankending, ne? Es war halt, ich hab's ja, glaube ich, am Anfang des Spiels gesagt, ne? Es war nichts anderes, also auf beiden Seiten, als dieses Spots schwitzen, schießen. Spots schwitzen, schießen. Spots schwitzen, schießen. Das finde ich halt dieses Jahr absolut unansehnlich an FIFA. Weil es halt nicht... Du gehst nur auf diese Spots und schießt dann. Ich habe meine Tore auch nicht anders gemacht. Score ist genau das gleiche. Ich weiß nicht, ich mag das nicht so. Also ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Aber ich glaube, so rein vom Prinzip, dass man sich Tore rauskombinieren muss, da fand ich, glaube ich, FIFA 18 geiler. Also ich finde Time Finish nicht mal schlecht. Time Finish ist gut, aber es ist zu krass. Ich finde es zu stark irgendwie. Also Time Finish ist geil, aber es ist halt aus so sinnlosen Positionen, finde ich, zu viel, wisst ihr? Ich finde es ein bisschen zu... Also was heißt ein bisschen zu viel? Es gibt halt diese, es gibt halt, finde ich, zu viele Spots, wo du sagst, okay, da stehe ich zwar dann, zum Beispiel diese Dinger, ich glaube, davon sind in dem Spiel jetzt 4 Stück oder so gefallen, die du aus dem vollen Lauf nimmst und dann immer Time Finesse, immer drin. Wenn du da nicht den Torwart stellst, ist der immer drin. Das finde ich halt so, keine Ahnung, ich würde viel lieber halt diese geilen Kombis sehen, ich weiß nicht. Ich freue mich halt viel. Also guck mal, das sind ja halt Tore, die erzielt man aus 35 Metern. Und das ist ja nichts Krasses. Wisst ihr? Normalerweise, wenn in Real Life ein Spieler so ein Tor erzielt,
denkt man sich, boah, krass, was hat der da gemacht? Was war das für ein Tor? Und in FIFA denkt man sich, ja, grünes Time Finish. Ja, wow, cool. 40 Meter, ole. Wisst ihr? Ich würde halt, ich würde es geiler finden, wenn einfach krasse Kombinationen viel mehr belohnt werden. Ich meine, ich bin der Inbegriff für Time Finish schwitzen. Ich mache nichts anderes aktuell. Deshalb nochmal ganz wichtig, GG auf jeden Fall an Elias, der hat verdient gewonnen und das ist überhaupt nicht an ihn gerichtet, sondern einfach generell so, weil ich merke, dass wenn ich gegen krasse Spieler spiele, auch guck mal, guckt euch United an, guckt euch mein United Game gegen wen war das, gegen Stefan an, von viel FIFA, wo ich 4-1 geführt habe, nach 45 Minuten, warum? 4 perfekte Spots mit Time Finish gehabt, alles Longshots, glaube ich zumindest, oder ich glaube, bis auf einer waren alles Longshots. Ich mag es irgendwie nicht so. An sich finde ich die Idee hinter Time Finish gut. Aber es ist halt in... Es ist zu stark. Vor allem halt außerhalb des 16ers. Diese Time Finesse-Dinger, die fucken irgendwie schon ab. Ich glaube, Steini hatte das mal ganz gut beschrieben. Es ist halt so ein bisschen wie Schachspielen. Weil du arbeitest dich, du versuchst dich vorm Strafraum einfach nur auf Spots zu kommen und dann zu schießen. Und dann gibt's halt, also was ja das große Problem ist, dann gibt's Situationen, da stehst du frei vorm Tor, machst einen Time-Finish und die gehen dann nicht rein. Weißt du, du hast, gefühlt geht ein Time-Finish aus 40 Metern, was grün ist, geht sicherer rein, als ein Time-Finish, was grün ist, aus 5 Metern, wenn das Tor leer ist. FIFA 18 war halt Doppelkreis, OPS fuck. Ja, das meine ich ja, da muss man halt irgendwie einen Ausgleich finden. FIFA 18 war halt das Problem, da wurde halt kombiniert wie behindert. Aber dann hast du gefühlt vorm Tor einfach nur Doppelkreis gedrückt und konntest mit jedem Spieler eigentlich den gleichen Abschluss machen. Ich habe mich auch so satt gesehen an den Toren. Ich weiß nicht, ich habe mich da einfach satt dran gesehen. Guck mal, das sind alles Tore in den Winkel, die sind alle nicht besonders. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alles so, ja, wieder in den Winkel. Time finish. Bei FIFA 18 war halt das Problem, da gebe ich euch recht, da hast du, egal mit wem, vorm Tor, könntest du einfach blind Doppelkreis drücken und dann ist er halt flach reingegangen, wenn du nicht einen Keeper mit Fußtrade gerade hattest, der den dann mal perfekt gesaved hat. Ich weiß nicht, die müssen da irgendwie noch was machen. Und, ich sag euch ganz ehrlich, die sollten es so machen, dass gelbe Time Finishes aus der Distanz nicht reingehen können. Time Finish, man soll für Time Finish belohnt werden, wenn man das Time Finish perfekt trifft. Wenn man ein grünes Time Finish macht, dann kann der gerne krass fliegen. Weil ich habe gerade ein ultra krasses Tor durch ein gelbes Time Finish gemacht. What the fuck, Alter? Ich habe eigentlich verkackt und er geht trotzdem rein. Man sollte, finde ich, Time Finish so abschwächen, dass wenn man vorm Tor gelb trifft, dann trifft er ihn komisch, aber dann kann er durch Glück auch reingehen. Aber nicht außer Distanz und dann fliegt der Kerzen gerade perfekt rein, obwohl man völlig falsch trifft. Hier, so dürfen meinetwegen die gelben Time Finish kommen. So, weißt du? So darf er meinetwegen gerne kommen. So, und vielleicht kann dann auch mal einer irgendwie so random reinfallen. Aber halt nicht so krass, als würde ich den grün treffen. Das ist irgendein Stream-Highlight-Video von mir. Das ist das perfekte Gegenbeispiel. Da habe ich einen Longshot in den Winkel gedrückt. Gelbes Time Finish. Mit Di Santo. Gelbes Time Finish. Di Santo, der irgendwie 70 Curve und 70 Longshots hat, drückt ein gelbes Timed Finish aus 30 Metern dem Gegner ins Tor. Und dann weißt du halt, dass irgendwas in dem Game falsch läuft. Wenn fucking Di Santo mit gelben Time Finish Distanztore erzielen kann.